Fuß des Klinggipfels. Willkommen zurück zu Elden Ring. Yay! Ich habe mich wieder ein bisschen mehr verlaufen als sonst und bin hier gelandet. Und nachdem ich dann richtig easy den Drachen vom letzten Mal weggeprügelt habe, ja, bin ich jetzt immer noch hier im Nichts. Habe immer noch keine Karte. Wo kriege ich die her? Ernsthaft? Da hinten? Okay. Da wolltest du den ganzen Scheißweg hier laufen. Okay, Drachengrube, Endstation. Endstation, ne? Mhm. Aber da möchte ich ja gar nicht hin. Ich möchte ja endlich mal hier den Turm hier machen. So. Ja, komm. Ich hole mir erstmal die Karte. Bevor ich mich hier wieder komplett verliere. Oder bevor ich mich dann später verlaufe. Ich gehe da einmal hin. 122.000 Runen. Der hat gar nicht so viel abgeworfen. Oder habe ich gelevelt? Nee, ne? Dude. Okay, und den ganzen Rest gucke ich mir dann. Gott, wo ist denn hier der Weg? Hey, wo soll ich denn hin? So, ich muss irgendwie dahin. Okay. Leicht beunruhigendes Ambiente. Alles sieht so ein bisschen nach Gefahr aus. Erinnert mich dezent an Australien. Aber wer weiß das schon. Ich kann da unten lang. Ich kann auch... Kann es auch sein lassen. Kann ich da lang? Kann ich Padme Amidala lang? Keiner weiß es. Ich guck gerade mal. Ich glaube, ich habe den Sound wieder ein bisschen umgestellt, weil ich höre mich deutlich schlechter. Ich habe das Mikro extra so eingestellt, dass ich mich selbst höre, damit ich nicht irgendwie denke, so, ja, redet der Trottel jetzt auch oder nicht, sondern, ja, dass ich dann wenigstens mein eigenes Stimmchen hören kann. Und nicht nur Game Sound. Ja, tschüss. Flugfeder, ja. Wenn ich genug sammle, dann kann ich mir so einen Fallschirm bauen. Ey. Fürs Pferd natürlich. Okay. Da kann ich aber lang, wie es scheint. Gott, das sieht richtig nach Spaß aus hier. Das sieht richtig nach Spaß aus. Richtig Bock. Richtig Bock. Yo. Dann halt nicht. Richtig geile Atmosphäre gerade. Hier passiert eigentlich nichts, aber das ist einfach so gerade so dieses Wetter mit den sich bewegenden Bäumen und der Musik da, das ist schon... Moment! Ey, die goldenen Viecher! Juhu. Gelbe Fulgoblüte. Ah, von denen gibt's die also. Und hier ist wieder am Ende der Welt. Ja, springen versuchen. Nein. Oder später. Später. Kann ich wieder... Ach, da kann ich direkt hoch. Ja, nice. Moin. Und irgendwer ist dadurch gestorben. Mein Gefühl für Höhe wahrscheinlich. Ja. Hier ist einfach gar nichts. Wieso denn immer nichts? Oh, das sieht nice aus. Rote Fulgurblüte. Ah ja. Genau. Wenn du nichts anderes erwartest, einfach mal so eine Hängebrücke hier aus Holz. Wie sind hier von Schlange? Okay. Aber Gnade. Dann brauche ich den ganzen Weg nicht mehr laufen. Sehr schön. Gleich beim Kartenstück. Erstmal hinsetzen. Kaffee trinken. Keks essen. Mhm. Die Runen betrachten, die man noch sammeln muss. Die 5 Millionen. Oh, ich verstehe mit dem Pferd eher auch, ne? Ah, komm. Gott, was geht denn hier ab?
Okay, nice. Laufende Runen. Wer mit Runen? Probieren die sich da oder? Ja, ne? Okay. Pass auf, dann warte ich einfach ein bisschen. Klinggipfel, Drachling. Ja, nicht mich. Kämpf gegen den da. Wollte ich nicht unterbrechen. Wer ist denn wer? Okay, der hintere hat die ganzen Leben verloren. Nö, doch, hier ist mal zu. Da mische ich mich gar nicht ein. Nein, nein. Boah, ach. Ah, Damage. Ey! Ich finde nur Kriegsberichterstatter und Abstauber. Mega, wie die selbst die Felsen da wegboxen. Aber der eine, ist der eine gewollt stärker? Soll ich ihm helfen, wenn er dann kurz vorm Finisher ist? Ja. Ja, das ist schon echt cool gemacht, aber der eine ist deutlich stärker. Er ist deutlich stärker. Meine Felsen hier kaputt, gar kein Thema. Ich bin gar nicht hier. Gar kein Problem. Gar kein Thema. So, Abstaube-Modus. Abstaubing. Easy, mein Kill. Ja, es gibt ja keine Runen. Ey, hör mir meine Runen. Okay. Okay, das ist dann so, dass nur er zählt. Ah, oh, jetzt muss ich schon wieder ein. Schon wieder wegprügeln. Ah, das nehmen. Das nehmen. Treffen habe ich sie mir nicht mehr so. Das ist so. Ey, der. Das ist fies und groß wie ein Haus und ich treffe ihn nicht. Ich wollte doch zum Turm. Ich wollte nicht schon wieder einen Drachen kaputt hauen. Ja. Ja. Von einem Drachen war ja nicht die Rede. Von zwei und beide hau ich gerade auf. Ja, das eine war ja mein Kill und das andere wird auch mein Kill. Scheiß Fuß hier, ey. Nein, nein. So nicht, Kollege. Collage. Collage. Was ist er denn? Neben. Ach, das muss ihr Blutungsschaden sein. Entschuldigen Sie. Ja. Wenn man ein paar Mal gegen die gekämpft hat, dann geht das echt ganz okayisch. Daneben. Ah, der ist auch ein kleiner Drache. Kannst du schon mal daneben schlagen. Jetzt hau doch mal zu! Nein, nein. Okay, Mina. Ja, easy. Ey, wer lacht mich hier aus? Ja, stimmt. Foreign to you!
Worüber lachen wir? Okay. Das klingt nach Spaß. Wer so herzhaft und ehrlich lacht, der kann nur ein guter Mensch sein. Okay, ja, ich wollte eigentlich zu dem Türmchen und habe ich aus Versehen jetzt mal wieder zwei Sachen weggeprügelt. Nice. Ja, das, Ach, Egon. Ach so. Ja gut, ich habe den da gerade nicht gesehen. Vielleicht, warte schon nochmal. Okay. Hä? Blue Flag, oh Blue Flag. Hä? Es gab echt Leute, die probiert haben, hier runterzuspringen. Aber warum? Ja, ciao. Okay. Hä, warum? Erstens umkehren. Ja, das macht auch Sinn. Aber ich weiß nicht, warum die das... ich weiß es doch nicht. Leute, please. So, da steht jetzt einer, oder? Ey, bin ich blind? Ich muss meinen zweiten Monitor holen, damit ich den sehe. Moment. Da sitzt er in der... Yo! Ist jetzt noch ein bisschen unauffälliger. Hä? War das der von gerade? Ist der gerade bis hier hochgekrochen, oder? Okay. Drake Warrior. Hä? Dear friend. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bale the Dread. And when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Okay, es war ein recht seltsamer Wunsch, aber okay. Dann... Ja, das kannst du noch ein bisschen langsamer vorlesen, dann kann ich noch zwei Folgen mehr draus machen. Achtung, Held. Okay, ich komme dann nochmal auf sie zurück. Ich ruf sie dann an, ja, okay? Aber ich wollte doch zu dem Turm hin. Niemals. Das ist das Spiel einfach nicht zu. Mein Gott, ich will da... Ach. Stufenstieg. Na komm. So, alles auf Vulkanenergie. Damit ich noch mehr einiger Verteidigungskraft kriege. Und dann brauche ich nur noch 6 Level, um das andere Schwert benutzen zu können. Keine Ahnung, ob das besser ist oder nicht, aber ach, ich level einfach so nur so in der Gegend rum. Muss ja nicht einfach so tot optimiert sein. Und für den zweiten Durchlauf würde ich sowieso hier die Fähigkeit von der Renala, nicht Relana, sondern Renala, ja, damit auch generell irgendwie alles an Sprachfertigkeit zerstört wird, damit zerstört wird. Ja. Ich hab den Faden verloren, wo war ich denn gerade? Für den zweiten Durchlauf würde ich auf jeden Fall hingehen und einmal die Skillpunkte komplett neu verteilen und dann neu starten. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe eine doofe Frage. Behält man eigentlich die Waffen, wenn man New Game Plus startet? Hoffentlich. So, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte da oben hin. Ich wollte eigentlich diese Karte holen. Okay, der Kerl ist jetzt weg. Nee, stimmt gar nicht. Jetzt liegt er da rum. Ja, RIP. Ja, okay, dann ist es einfach tot, oder was? Okay. Klingengipfel. Gott, ich hab mich einfach unendlich verlaufen. Joink. Was ist das denn? Drachenblume, aha. Jetzt mit 50% mehr Drachen. Drachen. Wollte ich doch gar nicht hin. Gut, dass ich hier meinen Flammendrachen-Talisman gefunden habe. Den mit dem Versprecher. So, nämlich den hier. Flammendrachen-Talisman plus 3 bis aufs Äußerste. Sehr schön.
Dinge, die ich schon immer haben wollte. Dann hier, rote Fulgoblüte. Jo. Mal 8. Ja, Wololinski, ey. Dankeschön. Gibt's wieder nichts? Ich werde mich von dem Kartenstück. Also, ich entferne mich gerade mehr von dem Kartenstück, als ich. Ne, als ich. Ja, dachte, ich hol das mal eben. Falsch gedacht. Ja, und sonst. Sehr nice. Und rollende Steine. Zu jedem Berg muss es auch immer mindestens einen rollenden Stein geben. Das ist kein echter Berg. Ja, wir haben das ein bisschen schwieriger gemacht für die Bergsteiger. Da haben die wieder die... einfach mit dem Skalobomb verwendet. Sexy. Ja, wir wollten das ein bisschen spannender machen für die Bergsteiger. Ne? Dass es nicht so einfach wird. Pferd versuchen. Selber Pferd. Ach, und schon wieder Drache. Oh. Gibt es denn hier wenigstens eine Gnade? Vielleicht sollte ich auch mal für den, wenn ich da mal dran denke. Also, weil Kamee der Räuber kann ich ja eh nicht einsetzen gerade. Also kann ich schon, aber bringt nichts. Dann kann ich auch mal hier diesen Anti-Drachen-Talisman einsetzen. Hey, und die Leute sterben gegen den, okay? Warum? So, deswegen. Santa Sex. Hä? Den habe ich denn im Hauptspiel dann gekillt? Oh, der hat auch wieder so unendlich viele Leben. Mann. Mir gefällt es nicht, wie der sich auflädt. Scheint mir gar nicht mal so gut zu sein. Ja, genau, scheiß Felsen. Rett den Felsen! Jetzt kannst du den Hänsler und dann den Felsen. Moment, was? Au! Okay, aua. Yo! Achso, und dann prügelt er mich einfach so weg. Das kann. Sollte ich vielleicht lassen. Ah, einfach mal ein paar Mal ausweichen. Au. Oh, oh. Achso, er trifft mich einfach trotzdem. Ich sag noch, ja, der kann nichts. Ja, der kann noch nichts. Ah, komm doch! Okay, vielleicht ist er ja doch. Vielleicht ist ihm ja doch wieder eingefallen, wie man kämpft. Oh, nur noch 8 Ladungen. 7 meine ich. Scheiße. Muss ich das lassen? Ja, ich würde auch nicht aufstehen. Nicht gut. Na, okay, ich stelle mich gerade wieder an. Jo. Ich kann das Bein nicht von dem anvisieren. Au. Okay, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich werde mal ehrenhaft mich zurückziehen. Ob das hilft. Tschüss. Was soll ich denn den. Ja, der grillt um den. Um den. Yo.
läuft einfach durch. Wie nice. Okay, der kann. Ich habe ihn unterschätzt. Gott sei Dank. Das wäre genauso ein anderer Lappen wie der Rest. Dann schicke ich jetzt mal meinen Lappen hier ins Gefecht. Geil. Die ist fertig. Los, mach was. Ich verstehe ja nicht, warum er dann zu mir hinfliegt. Ja, genau, konzentriere dich mal auf den. Ach. Ah, ist wieder was Neues eingefallen. Zieht ihr dem auch mal Leben ab? Nicht hier, da drüben. Kämpft gegen die Träne. Kämpft doch mal gegeneinander, Mensch! Ja! Ah, so braucht er meine. Ja, genau. Beschmeißt den Feuerdrachen mit einem Feuertopf. Das macht voll Sinn, haben sie gesagt. Das ist doch nicht so ganz so einfach, ne? So einen Drachen kann man schon mal leicht übersehen. So einen Drachen kann man auch schon mal leicht übersehen. Der ist einfach richtig gechillt, die Träne. Jetzt mach doch mal was! Achso. Nee. Das soll ich dir mal irgendwie, keine Ahnung, Gehalt geben oder so, dass er sich mal irgendwie anstrengt. Jawohl, Gravitation. Oh, nice. Lage vor der Blutschaden. Gesehen davon sind aber die Drachen noch irgendwie nicht so spannend, bin ich ehrlich. Also davon abgesehen, dass er durch Fels laufen kann. Das ist schon sehr cool. Ja, schwimmt im Feuer. Los, Träne, gib alles! Jetzt kommen mir gleich die Tränen. Jetzt macht er meine Träne kaputt. Scheiße. Ah, komm. Ah, komm. Warte. Ah, komm. Nein! Boah, dein Ernst. So, jetzt aber. Mitten ins Gesicht. Oder auch nicht. Weil ich wieder nicht springen kann. Ja, easy. Hoppala. Ach, das war ihr Drache. Ja, dann mein Beide. Boah, alter Drachenschmiedestein. Nicht Schmiedenstein, nur ein Schmiedestein. So, der nächste auf der Liste. Und ich habe immer noch nicht den Turm gemacht. Ich will auch einfach nur die Karte ab. Oh, Mann. Und dann Elden Ring so. Ja, ach, guck dir doch nochmal hier den Drachen an. Voll nice. Sieg. Was ist denn hier? Es hat sich echt einer die Mühe gemacht, hier in die Ecke zu schreiben. Vorsicht vor, plumpe Person.
Ja, die war so semi-plump, würde ich mal behaupten. Ach, da soll ich jetzt hoch? Nicht dein Ernst. Ist da irgendwie so eine Gnade oder so? Oder darf ich jetzt den ganzen Weg dann nochmal laufen, wenn ich sterbe? Ah, okay, erstmal. Nee, hier gibt's nichts. Oh, doch. Das wächst aus dem raus, ne? Oder? Das ist aber sehr uncool. Erinnert mich so ein bisschen an Hell's Paradise. Ja, passiert. Die Blume des Lebens. Fürchterliches. Aber cool gemacht. Fernkampf versuchen. Ey, jetzt sag nicht, der steht auf. Ah, okay, welche von denen? Ja, denn also. Ach so, die kann ich mitnehmen. Hoppala. Scharfer Schotterstein. Angstschotter. Trocknung voraus. Herz allerliebst. Ich hab mal wieder ein bisschen mehr verlaufen als sonst. Ja, schön. Ey, ich würde gerne vom Pferd runter. Danke. Danke, Horse. Was? Sie nannten das Pferd Horst. So, Skadobaum-Fragmente. Jawoll. Segen des Skadobaums. Stufe 8. Es gab mal eine Zeit, wo ich am Anfang mehr von den anderen hatte. Also, kommt mir jedenfalls so vor. So, die 40.000 habe ich bestimmt in Runen noch irgendwo rumschimmeln. Da war ich nicht, nein. Ah, hier, Egons Krummfinger. Ah, ja. Also, war echt ein krummer Finger. Der krumme Finger. Der Verheiligenorden. Ah, ja. Der Heiligenorden. Wo ist denn. Wo sind meine Runen? Vergesst das immer. Hier? So da, hey, die sind irgendwie so dazwischen. Und sich umschalten rechts. Sortieren wir mal. Objekttyp. Hä? Wo ist denn das jetzt einfach mal? Boah, hey. Steck keine Fragen, steck in die Banane. So, Auswahl nutzen. Ja, bitte. Gehen wir nochmal. 25.000. Das ist ein kleines bisschen zu wenig. Aber nice. Achso, das sind einfach nur kürzlich verwendete Objekte. Hier sind die oben. Ah, sehr schön, sehr schön. 15.000. Achso, da steht's ja auch. Ha. So, wie viel waren das jetzt? Hätte ich mir merken sollen, ne? Da kommen wir von zwei. Sollte besser. Ah, viel besser. Stufenaufstieg. Arkanenergie. Hier noch 5. Entdeckung. Ich mal wissen würde, was Entdeckung bringt. Und gut auch, dass ich die Bücher des Wissens habe. Und ich finde es noch besser, dass jetzt das dritte angekündigt wurde. Brauche ich das ohne Hilfe von der GameStar gar nicht mehr. Au. Ja, im Nachhinein muss ich auch sagen, das ist irgendwie gar nicht so. Gar nicht mal so geil. Sorry. Es hat halt relativ viel fürs Hauptspiel, was ich ganz gut finde. Aber es. Also, es ist schon ein paar Folgen her, dass ich darüber gesprochen habe. Aber das muss ich doch nochmal aufführen, weil irgendwie hatte ich mir da mehr versprochen. Gerade für hier Schatten des Shadow of the Earth Tree. Und naja, es gibt halt so ein paar Tipps und Tricks, auch zu den neuen Waffen und so, eigentlich ganz gut gemacht, aber so diese. Ja, weiß nicht, so die Gesamtübersicht fehlt mir so ein bisschen. Keine Ahnung, wie ich das anders sagen soll. Also Shadow of the Earth Tree hat einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen für ein Heft, was eigentlich so thematisch für oder wegen Shadow of the Earth Tree rauskam. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht meckere ich auch einfach zu viel. Ich bin auch so.
oder ist das heute wieder, ist das schon wieder aus? So, ich weiß, ich mir gerade davon verspreche, dass ich die irgendwo drauf. Ach, keine Geduld mehr. Einfach drauf. Wir geben die gar nichts. Gar nichts! Das geben die. Sehr schön. Und da sind wieder zwei. Boah. Ja, komm hier, kriegst den Topf. Du kriegst den Topf. So, Schaden. Nice. Ein bisschen mehr Resistenzen. Firma tankt. Egons Handbuch. Ah ja. Wäre auch cool, wenn die mal da mit reinschreiben können. Ten heiliges Blut. Okay. Heiliges blutiges Fleisch. Mmm. Delicious. Erhöht vorübergehend die körperliche Angriffskraft und Arcanergie einmal um und bei Blutungen erneut. Aha. Das ist eigentlich ja gar nicht mal. Gewährt vorübergehend einen Großbonus auf Feuerschadenresistenz. Sehr schön. Mit Kraft, Ausdauer, Stärke und Geschick auf Kosten von schrittweisem LP-Verlust. Boah, okay, das ist aber. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das haben möchte. Das ist ja jetzt eingesammelt, ja, ne? Okay. So, noch ein Schlückchen. Ein kurzes Bedauern, dass ich immer noch nicht bei dem Turm war. Und der Karte. Also springe ich schon wieder runter, ich weiß nicht warum. Ich habe null Ahnung. Einfach kurz in den Drachenleichen vorbei, das ist völlig normal. Das gehört sich so. Ist da irgendwas umsonst, oder? Okay. Wo muss ich denn hin? Ist immer doof, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Ja, egal, scheiß drauf. Dann fällt sich's leichter am Ende. Okay, so, fast verspringen. Muss ich versprengen. Ja, so wie bei dem. Ey, wer soll denn hier lang? Alle Spiele. Dort geht's auch lang. Nicht sicher, ob ich da wirklich hin möchte. Ah, cool gemacht. Sehr, 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 sehr geil gemacht. Wo muss denn nur alles so bedrohlich sein? Sieht man später so auf der anderen Seite, sodass so eine Gondel so da hochfährt. Ja, ja, das ist völlig normal. Tägliche Fahrten, so 10 Stück. Kostet 2,50 Ruhen. Etwas Unglaubliches voraus. Erstens voraus und dann links. Ach ihr. Ich darf irgendwie nicht mehr von meinem Pferd hier runter. Wie macht das Spiel das nicht mehr? Oder der Controller? Oder beide? Ja, schön von der Seite sich einfach eingemischt. Na, schau, scheiß drauf. Was euers ist, ist auch meins. Vielen Dank. Wolterdrachen, Spielestein. Okay, aber ein paar liegen hier schon rum. Sehr schön. Da könnte man ja so die ein oder andere Waffe mit aufmöbeln.
Gott, er ist immer noch nicht oben. Und die Legende. Ich entferne mich da irgendwie von dem Kartenstück. Cool. Und ich bin immer noch nicht da. Agnade. Okay, dann bin ich eben ganz unten rechts. Hauptsache nicht politisch. So, von der Gnade. Vielen Dank. Zeit vertreiben. Ja, Stufenstieg. Brauche ich das gerade? Skadobomb vom Ente. I don't know. Aha. Glauben Sie die Leute ein bisschen freizügiger? Bei Rufungsreserve. Okay, und irgendwo kann ich jetzt den Dude damit rufen, ne? Was ich vordrache. Daher Kopfversuch. Ja, das sieht völlig normal aus. Etwas Unglaubliches von uns. Nebel oder Bestie. Wo kann ich denn den, sagt ja gerade der eine Dude da, ne? Den soll ich ja rufen. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Blume. Nein, das ist eine Blume, du Idiot. Entschuldigung. Nachricht. Drachenblume. Kleines leckeres Drachenblümchen. Benjamin Drachenblümchen. Oder so. Der die Leute zum Fressen gerne hat. Ich weiß nicht, wo ich den. Kann ich den spawnen lassen? Okay, nochmal. Kürzlich verwendete Objekte. Ist nicht ganz richtig. Werkzeuge, Asche, bla. So, hier. Ruf Drachenkrieger Egon mit seinem Zeichen herbei. Ja, das ist schön. Aber dafür muss ich das Zeichen von dem erstmal finden. Wenn denn jetzt der Drache das über... Also, ne, wenn der Drache das hier überhaupt ist. Auch sehe ich hier gar kein Zeichen. Gib mir ein Zeichen! Also normalerweise, ne? Normalerweise sind die ganzen Zeichen immer vor den Entgegnern, oder nicht? Ich muss mal sehen. Normalerweise sind die dann in so einem... gelblichen, goldenen Ton gehalten. Außer hier. Hier schlafen die Leute nur gebettet von Rosen. Von und auf Rosen. Tja, keine Ahnung. Dann... Gib es nicht. Gib es nicht! Keiner liegt so ein Schädel direkt in der Mitte. Tja, finden wir es raus. Boah, das sieht schon richtig geil aus. Ach, Hallöchen! Bale, der Schreckliche! So schrecklich sieht er gar nicht aus. Sieht schrecklich aus. So, wo ist das Zeichen von dem Dude? Au! Wieso kann ich nicht... Achso, hier. Ja! Jetzt ist es erschienen. Au, ey! Ja, cool. Das war ein schneller Kampf. Ich durfte doch nicht auf ein Pferd. So, dann würde ich sagen, den sparen wir uns schön mal für die nächste Folge auf. Damit ich auch schön oft genug gegen den verlieren kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich einseitig wieder. Also hoffentlich, beziehungsweise leider einseitig, in der nächsten Folge wieder. Ja, in dem Sinne, wieder schon rein und bis